Und so haben wir dann diese parallele Debatte einerseits über Asyl- und Migrationsrecht und Flüchtlingsrecht und auf der anderen Seite diese Debatte um die Gefährlichkeit des Islam. Und jetzt haben wir uns dann mal verschiedene Argumentationsschienen, Studien angeguckt, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Und was können wir Nützliches daraus ziehen? Also, es sollte niemanden überraschen, die größten, gefährlichsten Gesellschaftsklempner der Welt, mal dahingestellt, welche Hautfarbe oder was auch immer, die gefährlichsten Gesellschaftsklempner, die gehen da sehr, sehr wissenschaftlich vor, also sollten auch die Bevölkerungen hier sehr, sehr wissenschaftlich vorgehen. Okay. Das Spiel mit den Zahlen. Hier haben wir dann zum Beispiel Professor Juan Cole. Und der hat dann mal hier sich das 20. Jahrhundert angeguckt und mal verglichen, also wie viele Tote oder wie viele Morde gehen auf die Kappe von, in Anführungszeichen, Christen und wie viele Tote gehen auf die Kappe von Muslimen. Gerade im 20. Jahrhundert ist ja dann das Ergebnis nicht sonderlich überraschend. Also, wenn man das jetzt so primitiv analysiert, dann nehmen sich die Muslime im 20. Jahrhundert, die ragen da nicht sonderlich heraus, sondern wir haben halt dann Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und so weiter. Da kämpfen dann Amerikaner gegen Deutsche, Deutsche gegen Russen und so weiter. Und Professor Cole sagt dann, die Christen oder in Anführungszeichen die Christen hätten dann seien verantwortlich gewesen im 20. Jahrhundert. Die Christen seien verantwortlich gewesen für 50 mal mehr gewaltsame Tode als in Anführungszeichen die Muslime. Okay. Können wir jetzt aus so einer Darstellung sonderlich viel rausziehen? Nö. Wäre damals eine der aufstrebenden Mächte muslimisch gewesen oder wäre dann eine der Supermächte muslimisch gewesen? Dann hätte es ganz anders aussehen können. Dann würden die Zahlen hier sich eventuell die Waage halten oder was auch immer. Wir reden dann auch schon von modernen Kriegen und großen Waffen. Inzwischen gibt es ja dann auch Atomwaffen in der muslimischen Welt, siehe Pakistan und so weiter. Und klar, biologische Waffen, wie schon angesprochen, chemische Waffen, ergo, hätte auch ganz anders laufen können im 20. Jahrhundert. Wer weiß, wie es im 21. Jahrhundert aussieht. Wir haben jetzt ja hier noch keine Sichtweise auf das 19. Jahrhundert, das 18. Jahrhundert, rückwirkend bis ins 7. Jahrhundert oder was auch immer. Also man kann jetzt nicht hier einfach so hier so eine isolierte hier so eine isolierte Zahl rausziehen und so weiter und da sonderlich viel draus ablesen. Also tötet man jetzt effektiver oder weniger effektiv, das ist eher so eine technische Frage, eine Organisationsfrage. Das erzählt uns jetzt noch nicht sonderlich viel. Dann hatten wir das kommunistische China und natürlich dann über Jahrzehnte hinweg die kommunistische Sowjetregierung, die galten ja als atheistisch. Also China und Sowjetunion galten als atheistisch, wobei natürlich in der Bevölkerung Religiosität dann auch weiterhin verbreitet war, auch unter der kommunistischen Herrschaft. Das darf man auch nicht vergessen. Aber wir sehen halt dann auch, klar, auch Staaten, die sich als atheistisch präsentieren, auch die sind unglaublich brutal oder können unglaublich brutal sein. Spezifisch auch brutal sein gegen die eigene Bevölkerung. Also das heißt, wir können jetzt erstmal auch da nichts großartig draus sagen, von wegen, naja, sind die Atheisten jetzt schlimmer oder die Christen oder die Moslems? Nützt uns erstmal so nicht viel. Also dann gab es ein Argument, das auch immer noch verwendet wird. Man vergleicht dann Mordraten zwischen islamischen Ländern und nicht-islamischen Ländern. Man hat dann errechnet, in muslimischen Ländern haben wir eine Mordrate von 2,4 Morde pro Jahr pro 100.000 Leute. 2,4
Morde im Vergleich zu 7,5 Morde in nicht-muslimischen Ländern. Okay, ist das Leben in muslimischen Ländern heutzutage jetzt also ein Zuckerschlecken? Nein. Nein. Also beschwerst du dich in einem muslimischen Land über Missstände? Beschwerst du dich vor allem über die Religionspraxis von religiösen Eliten? Dann landest du mal schnell in der Folterkammer. Also die große Gefahr in einem muslimischen Land heute ist jetzt nicht, sagen wir, ein gewöhnlicher Mord, sondern die größere Gefahr ist halt eher die Regierung bzw. dann Konflikte zwischen verschiedenen muslimischen Ländern oder verschiedenen muslimischen Gruppen oder Kämpfe zwischen muslimischen Gruppen und nicht-muslimischen Gruppen. Also trotzdem wird dieses Argument immer wieder verwendet, obwohl es uns eigentlich letztendlich nicht viel sagt. Also die Mordraten helfen uns da erst einmal sehr wenig. Das ist ziemlich nutzlos. Dann hatten wir einen Artikel in The Daily Beast, das ist so eine große linke Seite. Und da hat man sich dann die Zahlen angeguckt, was den Terrorismus anbetrifft, was ja jetzt halt eben dann auch hier sehr viel Aufmerksamkeit kriegt. Okay, also wie üblich, man betrachtet Wissenschaft in kleinen Auszügen, also das, was einem irgendwie nützt, das wird dann so ein bisschen angeführt, alles andere wird dann ignoriert. Und was haben wir dann letztendlich als Ergebnis? Wenn wir den Terrorismus betrachten, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Amerikaner durch Terrorismus zu Tode kommt innerhalb eines Jahres, die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 1 zu 3,5 Millionen. Und selbst bei dieser Terrorismusquote ist ja da noch sämtlicher Terror mit drin. Linker Terror, rechter Terror, whatever. Also, obwohl es ja so einfach ist, ein Terrorist zu werden, also man, auch gerade in Amerika oder anderswo, da sind ja Waffen schnell zu beschaffen, eine Kalaschnikow kostet in Afrika, also eine gebrauchte Kalaschnikow kostet in Afrika oftmals ungefähr so viel wie ein Huhn. Im Westen, also in Amerika, ist ja die Waffenbeschaffung auch kein Problem, in Europa ein bisschen schwieriger, aber jetzt auch nicht da das große Ding. Man kann auch LKWs benutzen für Terroranschläge und so. Obwohl es so einfach ist, ein Terrorist zu sein, sind jetzt die absoluten Zahlenverhältnisse relativ mager. Okay? Und das ist auch so ein Argument, was halt eben dann die grässliche Mainstream-Politik immer verwendet. Also die Mainstream-Politik, die innerhalb dieses Empires agiert und die dann auch für die meisten Entwicklungen auf der Welt verantwortlich ist. Die verändern immer das Argument und so beruhigt man auch immer die ganzen Politiker, die jetzt nicht so eingeweiht sind. Da sagt man, hey, schaut euch die insgesamt vorhandenen Quoten an. Die Wahrscheinlichkeit, an einem islamischen Terror zu sterben, die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich gering. Ergo, macht man nicht so einen Druck auf die Kanzlerin, ja, und macht man nicht so einen Druck aufs BAMF und bla bla bla. Dann hatten wir noch so ein, also noch so ein, so einen Vergleich dann gezogen wurde. Also ein Amerikaner, der erschlägt sich statistisch gesehen eher selbst mit seinen Möbeln aus Versehen und mit seinem Fernseher, als dass dieser Amerikaner getötet wird durch einen Islamisten. Und klar, und dieses Argument ist erstmal nicht falsch. Die Linken verwenden es auch die ganze Zeit. Es ist nicht falsch, aber es ist höchst unvollständig. Gerade wenn es um Biowaffen geht, gerade wenn es um Bioterror geht und so weiter, das kann natürlich dann alles verändern. Große Seuchen können dann mal eben 100.000 Leute oder mittlere Seuchen können mal eben hunderttausende Leute dahin raffen im Westen, wenn nicht gar Millionen. Also gerade wenn wir über hämorrhagisches Fieber reden und so weiter und so fort. Und das hätte dann doch eine gewisse Auswirkung auf die Statistik. Um es vorsichtig zu formulieren. Ja.
Dann selbstverständlich, wenn wir jetzt einen kleineren Bio-Anschlag hätten, aber jetzt immer noch mindestens so groß wie 9-11, was die Opferzahlen anbetrifft, und auch jetzt, sage ich mal, die Publicity-Wirkung, stellen wir uns Verschiedenes vor. Botulism, Milzbrand oder irgendwas, also wenn jetzt dann irgendwelche Terroristen, islamische Terroristen oder wer auch immer, können ja auch Terroristen machen, die dann eine islamische Cover-Story benutzen und so. Dann hätten wir so ein paar tausend Tote oder vielleicht 10.000 Tote in Amerika oder in Europa oder in Europa und Amerika. Und dann würde aus diesem Anschlag heraus würden dann wieder diverse Kriege resultieren, die auch mit hauptsächlich mit konventionellen Waffen gefochten werden. Und auch dann haben wir wieder eine ganz andere statistische Verteilung. Also man kann jetzt hier Terrorismus nicht einfach so natürlich unter den Teppich kehren und sagen, es ist unbedeutend, es ist definitiv bedeutsam. Also dann, dann Israel, hat er gesagt, sie haben eine ethnische Bombe, also sie haben dann hier so rassenspezifische Biowaffen und so weiter. Also wenn dann hier sich so ein Konflikt aufschaukelt, dann verschiedene Bevölkerungsgruppen sich gegenseitig bekämpfen, dann gibt es einen Haufen Tote und dann ist die Wahrscheinlichkeit dann doch recht hoch, dass man hier tatsächlich dann umkommt, ermordet wird durch einen Täter mit einem terroristischen Motiv. Dann, wie gesagt, wenn sich dann auch Staaten mit einmischen, wenn dann weitere ABC-Waffen eingesetzt werden, sprich auch atomare Waffen, Atomwaffen und so weiter, hier haben wir dann schnell mal hunderttausende Tote hier, 1 Million Tote da. Darf man also nicht aus den Augen verlieren, wobei man auch gleichzeitig im Auge behalten muss, ja, die Wahrscheinlichkeit ist erstmal nicht so hoch, dass du im Alltag durch einen islamischen Anschlag zu Tode kommst. Trotzdem ist es unverzeihlich, wenn dann wie bei uns in Deutschland oder generell in Europa, wenn dann die übelsten Leute reingelassen werden, ungenügend geprüft werden oder wenn sie dann trotz heftiger Vergangenheit trotzdem hier Asyl bekommen und dann Anschläge begehen. Und wir haben dann so Situationen wie in Deutschland, wo man das eigentlich hätte mit sauberer Bürokratie hätte absolut verhindern können oder mit Grenzkontrollen verhindern können. Also, verstehen Sie mich nicht falsch, kein einzelner Anschlag oder solcher Anschlag darf von einem Teppich gekehrt werden. Aber vergessen wir nicht hier die größeren Dynamiken, die größeren Zahlen und das Potenzial für Schummeleien, also für Anschläge unter falscher Flagge, False Flags, das Hochkochen von diversen Konflikten. Wir befinden uns ja in einem Empire, beziehungsweise offiziell heißt es ja 3 Supermächte, 3 Imperien. Und die können natürlich dann verschiedene Untertanen gegeneinander aufhetzen. Und deshalb sollte man eben dann ganz vorsichtig sein mit seinen Emotionen und mit seinen eventuellen Wissenslücken, wenn also dann in 3 Tagen oder in 1 Jahr oder in 5 Jahren, wenn halt dann zum Beispiel ein biologischer Anschlag passiert mit 10.000 Opfern oder 50.000 und es heißt, irgendeine muslimische Gruppe sei dahinter gesteckt. Also das ist ganz, ganz wichtig hier, seine Wissenslücken aufzufüllen und dann nicht einfach in diesen Chor mit einstimmen. Ja, ja, die Muslime sind alle so und so und jetzt hauen wir uns gegenseitig alle die Köpfe an. Das ist ja auch dieser rechtliche Rahmen. Ja, man darf keine pauschalen negativen Aussagen treffen über irgendwelche Bevölkerungsgruppen. Das ist dann fällt dann unter Volksverhetzung in anderen Ländern in Europa unter ähnliche Gesetzgebung. Aber genau das, in genau diese Falle tappen dann immer viele Leute rein, die Schnauze voll haben von dieser Migration und von Islamisierung und von halt diesem Fundamentalismus. Die tappen immer in die Falle rein und posten dann jetzt auf Blogs, YouTube oder Social Media, posten dann solche pauschalen Aussagen. Ja, die Moslems halt und die Moslems sind ja alle so und so oder hauptsächlich so und so und bla bla bla. Und die Statistiken, die Forschung zeichnen halt eben ein ganz differenziertes Bild. Und wenn die Konservativen dann die Muslime so platt angreifen,
und auch Blut gieren, dann kommt es wieder zu diesem verstärkten Konflikt zwischen rechts und links und auch zwischen rechts und der Mitte. Weil viele dann in der politischen Mitte oder bei den Linken dann sagen, ja, aber hier die kommen sie dann mit ihren Argumenten und wie sagt man, sieht dann eben dann diese Allianz Muslime, Linke und Mitte gegen die Rechten. Dann hatten wir folgendes: Foreign Policy Magazine, Why They Hate Us. Also, warum in Anführungszeichen die Muslime, also es gibt ja über 1 Milliarde Muslime, sind immer so schwierige Aussagen pauschal zu treffen, aber hier die Überschrift: Why They Hate Us. Warum die Muslime uns hassen im Westen. Hat man hier mal sich angeguckt, wie viele Muslime wurden eigentlich in den letzten 30 Jahren abgemurkst durch Amerikaner? Also man betrachtet hier die US-Außenpolitik der letzten 30 Jahre, hat sich das Zahlenverhältnis angeguckt und auch hier werden Argumente immer selektiv verwendet. Also man kann jetzt nicht, Islamisten können jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Finger auf Amerika zeigen und sich dann alles rausnehmen. Islamisten oder generell Muslime können jetzt auch nicht auf die US-Außenpolitik deuten und daraus Schlussfolgern, dass diese weißen Christen irgendwie alle furchtbar wären. Aber, und dieses Argument fand natürlich dann mehr Verständnis auch bei Konservativen oder in der sogenannten Verschwörungsszene. In den letzten 30 Jahren, ja, wurden einige Muslime abgemurkst durch amerikanische Politik und amerikanische Soldaten. Schön gerechnet, meint der Autor hier, schön gerechnet haben wir ein Verhältnis von circa 50 zu 1. Also für jeden toten Amerikaner gab es dann 50 tote Muslime. Wahrscheinlicher ist eher ein Verhältnis von 1 zu 100. Also für jeden toten Amerikaner 100 tote Muslime. Und das, da ist noch nicht mal mit einberechnet, die vergifteten Muslime, die verstümmelten Muslime, die traumatisierten Muslime, sondern es betrachtet wirklich nur die Tötungen. Also, das ist natürlich ein gewichtiges Argument, aber es ist auch wieder kein vollständiges Bild. Fragen wir uns mal, wie die Welt aussehen würde, wenn eine der Supermächte islamisch wäre. Und wir sehen ja auch heute in islamischen Staaten wie im Iran und so weiter, also wenn die setzen dann schon auf Technologie, also die setzen dann schon auf atomare Forschung und so weiter und lassen sich dann durch ihren Glauben jetzt da technologisch nicht unbedingt so ausbremsen. Bevor jetzt wieder Leute kommen und sagen, ah, ist Muslime könnten nie eine Supermacht bilden. Ah, Vorsicht, 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 Vorsicht. Also, gerade wenn ich jetzt die letzten 300 Jahre Geschichte immer ausführlicher und ausführlicher studiere und die Machtstrukturen, die Geheimdienste und so weiter, also teilweise hatten wir dann auch massive Stümperei, ob jetzt beim russischen Imperium unter den Zaren oder auch im Westen, wobei halt, ja, britische Thron, Hannoveraner Ära, die waren schon die fähigsten, was jetzt geheimdienstliche Techniken anbetraf. Aber auch lange in der Hannoveraner Ära vom britischen Kolonialreich, die arbeiteten auch mit relativ simplen Techniken und es gab dann lange Zeit immer noch viele Bauernsklaven oder generell viele arme Bauern auf der britischen Insel und so weiter. Also da, ja, Russland hätte auch fallen können. Unter die Kontrolle von Napoleon Bonaparte, die Welt könnte heute anders aussehen. Also bitte nicht unterschätzen hier. Ja. Dann deutet man in der Debatte halt immer auf den Grad der Unterdrückung in den verschiedenen Staaten, also muslimische Staaten und nicht muslimische Staaten. Unterdrückung ist in muslimischen Staaten heute sehr ausgeprägt. Und es ist ja auch ein hohes Maß an Gleichmacherei. Also je diktatorischer, umso mehr wird da alles gleichgeschaltet. Und jetzt haben wir da natürlich dann, wie schon erwähnt, geringe Mordraten und so weiter und so fort. Ja, aber es sind auch relativ
homogene Gesellschaften. Wenn wir uns jetzt vorstellen, da kämen da jetzt über Nacht haufenweise christliche oder jüdische oder buddhistische Migranten, ja, in islamische Länder, dann hätte man dann auch sehr starke Konflikte und es gäbe auch wahrscheinlich mehr Reibereien, auch mehr Morde. Also klar, je chaotischer es dann wird, ja, dann wäre auch die Ordnung in solchen islamischen Ländern auch viel, viel problematischer. Das ist ein Argument, ist aber auch nicht sonderlich vollständig. Die Supermächte hatten ja sehr großen Einfluss auf die Formierung und das Wesen der islamischen Staaten. Manche islamische Staaten wurden auch wirklich von dem britischen Kolonialreich mit einer Landkarte gezeichnet. Haben die dann gesagt, okay, wir, das britische Kolonialreich, wir haben jetzt dann eben lange Zeit das britische Kolonialreich haben lange Zeit Indien ruiniert und die Muslime und die Hindus da gegeneinander aufgehetzt und jetzt schaffen wir dann irgendwie zwei islamische Staaten, irgendwie Pakistan und das auf der anderen Seite und mittendrin ist dann Indien und so weiter und so fort und also da kann man jetzt auch nicht einfach so das so betrachten, als hätten sich die islamischen Staaten in den letzten 200, 300 Jahren im Vakuum entwickelt. Also ist schon ein hoher Einfluss von den, gerade vom britischen oder angloamerikanischen Kolonialreich. Aber man darf sich auch Gedankenexperimente erlauben und sich fragen, ja, was wäre gewesen, wenn das Ottomanische Reich, das türkisch-muslimische Kalifat, wenn das weiter bestanden hätte und wenn die halt dann sich die Technologie angeeignet hätten und so weiter, wenn die sich hätten modernisieren können. Hätten die dann als Supermacht, hätten die dann das brutal ausgenutzt, hätten die dann irgendwelche, in Anführungszeichen, christlichen Staaten dann in ihrem Umfeld, hätten die dann irgendwelche christlichen Staaten formiert und primitiv gehalten und so. Das sind auch Gedankenexperimente, die man sich erlauben muss. Ich sagte also, interessante Info, hilft uns jetzt aber isoliert betrachtet auch nicht viel weiter, also da kann man jetzt auch nicht so eine Pauschalaussage draus ziehen. Von wegen, der Islam ist friedlich oder der Islam ist nicht friedlich oder die Christenländer sind friedlich oder nicht friedlich. Also, wir müssen, wenn wir uns das Böse angucken wollen im Islam, und darum geht es ja häufig in der Debatte, auch wenn diese Debatte meistens teilweise völlig unwissenschaftlich geführt wird, teilweise auch mangelhaft wissenschaftlich geführt wird, also wenn dann Leute wieder so kleine Dinge rauspicken, die ihnen in den Kram passen, ob jetzt gegen die Muslime oder für die Muslime. Und wie gesagt, es geht wieder um diese brachialen, brutalen Wissenslücken da draußen. Also viele Leute schimpfen jetzt über den Islam, in Anführungszeichen, verstehen aber den Islam viel zu schlecht oder sie beschweren sich über das Böse im Islam, obwohl sie das Böse innerhalb vom Islam auch nicht verstehen, weil sie das Böse generell nicht verstehen. Und wenn du das Böse innerhalb der muslimischen Sphäre nicht verstehst, dann verstehst du auch das Böse nicht innerhalb der Sphäre der Kommunisten oder der Rechten oder bei uns hier im Westen. Also, wenn wir das Böse analysieren wollen im Islam, dann müssen wir uns halt eben dann diverse Wissenschaften bedienen, unter anderem auch halt eben dann die Psychologie, die Neurologie, die Genetik und so weiter. Also dann gucken wir halt nach Persönlichkeitsstörungen, auf das Gehirn zurückgehen. Und diese Persönlichkeitsstörungen sind universal, aber sie sind immer wieder angepasst oder werden angepasst an den jeweiligen Kulturraum. Es gibt also dann beispielsweise psychopathische Faschisten oder narzisstische Faschisten, emotional instabile Faschisten. Es gibt aber auch emotional instabile, narzisstische, psychopathische Muslime. Okay, dann haben wir hier unter anderem etwas Interessantes, was ich Ihnen hier einblende. Und zwar sehen Sie jetzt hier auf dem Monitor hinter mir, und zwar ist es ja ein wissenschaftliches Journal, es geht um Forensic Psychology Practice. Und da geht es halt hier in dieser Studie um
Terroristen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung. Also Terroristen, die gleichzeitig Psychopathen sind. Und man trennt hier dann zwischen Terroristen, die diese Persönlichkeitsstörung haben, und Terroristen, die diese Persönlichkeitsstörung nicht haben. Aber man hat eben dann auch ein Phänomen natürlich dann inzwischen mehr und mehr erforscht, nämlich dieses Abfärben. Also wenn man dann quasi dann neben den reinen Psychopathen auch Leute hat, die sich psychopathisch verhalten oder im Sinne dieser ihre führenden Psychopathen verhalten, also ein gewisses Abfärben. Und wie gesagt, der ein oder andere Terrorist, also beispielsweise jetzt muslimische Terrorist, da haben wir eine Mischung aus, da haben wir jetzt nicht unbedingt eine schwere Persönlichkeitsstörung, sondern wir haben einfach eine Mischung aus brachialem Unwissen und diese Personen sind häufig manipuliert, das heißt, sie sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur her vielleicht sogar relativ normal, aber sie haben halt dann diesen Tunnelblick, sie denken halt, wir, die muslimische Gemeinschaft, wird bedroht ständig vom Westen. Die wollen uns alle umlegen, dieses und jenes, und uns unterdrücken. Ergo denkt sich dann der Terrorist, er kämpft jetzt dann quasi diesen Kampf, und dazu müssen halt spezifische Grenzen überschritten werden und so weiter und so fort. Also diese Terroristen verstehen dann A, häufig zu wenig überhaupt über ihren eigenen Islam oder über die Weltsituation, verstehen zu wenig über die Supermächte, verstehen zu wenig über die Psychologie und generell das Wesen des Bösen. Und sie verstehen, also diese beispielsweise muslimische Terroristen, die keine schwere Persönlichkeitsstörung haben, die verstehen auch unglaublich wenig über Guerillakriegführung. Und über die Wirkung von Terrorismus. Ja. Also da glauben die dann häufig teilweise das, was ihre Ausbilder ihnen einflüstern. Ja, das funktioniert schon, es gibt keinen anderen Weg und das ist halt günstig und bla 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 und hier und hot und so weiter. Und es gibt dann auch natürlich dann softer wirkende Formen des Dschihad, also der islamischen Eroberung, beispielsweise durch demografische Techniken. Also man bekommt dann so viele Kinder wie möglich und erzieht die dann möglichst konservativ. Oder Infiltration der Gesellschaft und dann halt eben dann diverse Rechtsbrüche und so. Also die verstehen dann häufig relativ wenig über diese Techniken, die sie dann anwenden. Das habe ich auch jedes Mal erwähnt, wenn dann ein Anschlag passierte hier in Europa und sich dann der islamische Staat dazu bekannte, wo ich dann gesagt habe, also aus strategischer Sicht ist das absoluter Dummfug, was sie da machen. Und zweitens, selbst nach den Regelungen im Koran und der Hadithe ist das eigentlich Murks. Also da ging es ja dann damals unter Mohammed, also nach dem, was wir da halt eben an Texten zusammentragen können, da ging es ja halt viel um Strategie, also was funktioniert und was funktioniert nicht. Haben wir eben dann auch getrennt, ja, wenn man jetzt als muslimische Bevölkerung irgendwo in der Minderheit lebt, dann sucht man jetzt hier nicht einfach den offenen Kampf und so weiter. Und selbst unter islamisch-taktischen Gesichtspunkten war das absoluter Dummfug, was der islamische Staat tut. Wobei man natürlich dann auch immer wieder irgendwelche Pseudo-Argumente finden konnte. Mit diesen Pseudo-Argumenten überzeugt man dann den 20-jährigen Dschihadi, der von nichts eine Ahnung hat, oder man überzeugt halt eben dann auch Konservative bei uns denken dann halt auch, ja, dieser ganze Terror macht halt irgendwie anscheinend Sinn aus Sicht des Dschihad, und dabei ist das viel, viel komplizierter und interessanter. Und klar, und da spielt jetzt, wenn man diese Forschung betrachtet, spielt natürlich dann auch generell die Situation eine Rolle. Also nicht nur die Psychopathie diverser islamischer Führer färbt auf einen Muslim ab, sondern auch die Psychopathie bei westlichen Eliten oder bei sogenannten christlichen Eliten oder also generell die Psychopathie bei Nicht-Muslimen hat auch einen Einfluss auf den Muslim.
klar, je kranker die Umgebung ist, je kranker die Leute miteinander umgehen, umso mehr färbt es dann auf dich ab. Also, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, Terrorismus oder generell diese Bösartigkeit oder das Böse in der islamischen Sphäre hat natürlich sehr viel zu tun mit Persönlichkeitsstörungen, aber es gibt natürlich auch Leute, die dann nicht diese Störungen haben, auf die hat das aber sehr, sehr stark abgefärbt. Und dann gibt es natürlich dann das Mitläuferphänomen, die Leute, die sich dann fügen. Also klar, Bildung in solchen Zusammenhängen, Bildung führt zu explosionsartigen Verbesserungen. Für jeden. Ob jetzt Bildung für einen Moslem oder für einen Linken oder für einen Rechten oder was auch immer. Darf man nie unterschätzen. Man darf nie aufhören, sich zu bilden oder seine Bildung effektiver zu gestalten. Das ist von absoluter Notwendigkeit. Gibt es ja noch, nannte dann Bruce Lee die Kunst des Kämpfens, ohne deine Fäuste zu schwingen. Die führenden Supermächte auf der Welt und die Generäle und so weiter, die wissen ja auch alle eigentlich, dass, also es gehört zu dem Standard, zu dem militärischen Standardwissen in der heutigen Zeit, gehört es halt, also man ist sich darüber im Klaren, dass Krieg, Guerillakrieg ziemlich verschwenderisch ist. Es ist unglaublich aufwendig, es führt zu allen möglichen Komplikationen. Billiger und effektiver sind geheimdienstliche Methoden und auch über die sollte man sich bilden. Also gerade wenn jetzt halt eben dann Leute in Deutschland, ja, junge Muslime in Deutschland oder frustrierte ältere Muslime in Deutschland oder auch im Ausland oder in Nordafrika und so weiter, für die lohnt sich Bildung natürlich dann auch unglaublich stark, ne? Also wenn da jetzt Leuten erzählt wird, ja, wir machen hier den großen Dschihad in Europa. Immer schön langsam, ne? Und ich habe letztens jemandem gesagt, jemand, der halt dann ständig die Panik kriegt, natürlich wegen der neuen Dimension halt des Verbrechens, also wenn halt dann Migranten, einzelne bestimmte Migranten oder Flüchtlinge mit muslimischem Hintergrund, wenn die jetzt dann schwere Verbrechen begehen, überfallartige Vergewaltigungen und Morde, Gruppenvergewaltigungen und so weiter. Natürlich schockiert das die Leute und wenn ein hoher Migrationsanteil in den Großstädten ist und man traut sich nicht mehr irgendwie so richtig vor die Tür oder man ist nicht mehr so, man fühlt sich nicht mehr so frei und offen in der Öffentlichkeit da draußen, hat immer dann die Furcht oder die Besorgnis im Hinterkopf. Das berührt die Leute natürlich, aber es führte halt eben dann zu teilweise unrealistischen Gedanken. Also zum Beispiel, dass jetzt halt dann nächste Woche die Ordnung völlig zusammenbricht hier in Deutschland und so weiter. Obwohl wir jetzt von den Kriminalitätsraten noch nicht mal ein Level erreicht haben, den wir sehen in amerikanischen Großstädten. Ganz zu schweigen von irgendwelchen Entwicklungsländern. Und ich habe dann ja auch gesagt, hey, da können jederzeit Contractor, private Sicherheitsfirmen beauftragt werden, dann holt man sich halt erstmal vielleicht so 5000 Sicherheitskräfte von G4S für Deutschland, dann noch einmal 10, weil es so erfolgreich ist. Und dann schafft sich die Europäische Union halt eben dann mehr und mehr EU-Geheimdienste und die Geheimpolizei der EU, ja. Und die Bundeswehr trainiert ja schon im EU-Ausland, trainiert die Bundeswehr ja schon, wie sie darauf reagieren würde, wenn sich Terroristen in der Schule verschanzen und so. Klar, dann wird dann es irgendwann heißen, die Bundeswehr muss das auch wirklich so machen dürfen in Deutschland. Und dann kommt halt bei einem Anschlag, kommt jetzt nicht nur das Sonderkommando halt mit Scharfschützen und halt Maschinenpistolen, ja, und Bodyarmer, sondern da kommt dann die Bundeswehr angefahren mit schweren Waffen und mit heftigeren Möglichkeiten. Also,
Dann hab ich hier was rausgekramt. Das ist eine Studie. Und zwar geht es hier um emotionale Instabilität in Kombination mit Religion. Also, die Forschung ist da, also die zivile, bekannte, öffentlich zugängliche Forschung ist da teilweise noch in den Kinderschuhen. Die Geheimdienste wissen natürlich alles rauf und runter. Die Geheimdienste wussten schon vor Jahrzehnten viel, viel mehr Sachen, die uns heute zugänglich sind. Aber also die Geheimdienste sind da viel, viel stärker voraus. Die wissen da ganz genau, was sie machen können. Und hier haben wir jetzt dann zum Beispiel einen Text. Hier geht es um Borderline Personality Disorder und Religion. Perspektive aus einem muslimischen Land. Man hat ja dann Studenten, also man hat ja dann hunderte Studenten von der Universität von Teheran untersucht. Man wollte halt schauen, gibt's dann, was für Zusammenhänge gibt es zwischen Religion und Borderline Personality Disorder, beziehungsweise halt emotionaler Instabilität. Ja, also man kann auch in meinen Büchern nachlesen, was damit gemeint ist. Ist ja auch ein gewisses Spektrum. Man spricht jetzt hier halt also die wichtigsten Sachen an. Selbstmord, ja, also du kannst quasi diese emotionale Achterbahnfahrt, durch die diese Persönlichkeitsstörung gekennzeichnet ist. Also Selbstmord, Selbstverletzung, emotionale Instabilität, also dann quasi dieser Wechsel zwischen himmelhoch jauchzend, Begeisterung, dann zu Tode betrübt und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt also eine Kombination haben, klar, wenn jetzt jemand so eine Störung hat und gleichzeitig sehr religiös ist, dann, ja, dann kann sich das halt eben dann ziemlich heftig auswirken. Also wir alle kennen die Bilder von irgendwelchen extremen Christen, die sich dann selber geißeln und die dann halt auch immer so emotional in den Extremen wanken und einfach keine sonderlich ausgeglichenen Persönlichkeiten sind. Also es gibt es im christlichen Bereich, das gibt es in völlig anderen Religionen, ja. Also, es gibt ja dann alle mögliche religiöse Selbstverstümmelung. Im Islam natürlich, ja, wenn wir jetzt einen Moslem haben mit emotionaler Instabilität, dann, ja, dann findet derjenige natürlich dann auch genügend Möglichkeiten, hier diese Störung dann auszuleben in einem religiösen Kontext. Und die Forscher sagen halt dann, ja, man fand eigentlich in vergangenen Studien fand man häufig auch eine positive Korrelation zwischen Religion und geistige Gesundheit. Also häufig hat Religion einfach eine stabilisierende Wirkung. Das ist ja auch, passt ja auch dann zu vielen konservativen Argumenten, also ob jetzt christlich-konservative Argumente oder muslimisch-konservative Argumente, die Wichtigkeit der Religion. Auch in einem gesellschaftlichen Gruppenkontext, jetzt nicht nur individuell. Die Forscher hier, diese Studie hier, Borderline Personality Disorder and Religion, die fanden allerdings auch, auch einen negativen Zusammenhang. Und man kann jetzt ja hier interpretieren, woher das kommt. Also klar, wenn man sich jetzt hier an den falschen religiösen Personen orientiert, also wenn man jetzt sagt, okay, ich bin Moslem und ich laufe jetzt irgendeinem Guru hinterher, so einem muslimischen Führer hinterher, und dieser Führer hat halt emotionale Instabilitäten, vielleicht gleichzeitig noch Narzissmus und Psychopathie. Ich meine, klar, färbt das dann auf mich ab. Und viel Manipulation, auch unter anderem in der islamischen Welt, viel Manipulation verwendet halt eben dann Emotionalität und fördert halt eben dann emotionale Instabilität. Also das heißt, eine Persönlichkeitsstörung und die Elemente dieser Störung werden dann so eine Art Werkzeug hier. Also Religion kann, muss aber nicht zwangsläufig destabilisieren. Dann haben wir hier
eine Studie, die Rolle des Islam in dem Management von psychiatrischen Erkrankungen, psychischen Erkrankungen. Die Forscher fanden heraus, dass also viele Muslime natürlich Berührungsängste haben mit westlichen, säkularen Psychiatern oder Psychologen. Und hier haben wir halt eben dann untersucht, okay, welche Sachen im Islam könnten einen Moslem davon abhalten, psychiatrische Hilfe zu suchen oder sich einfach weiterzubilden über Psychiatrie, Psychologie. Gleichzeitig wollte man wissen, wie kann man Elemente des Islam verwenden, um einen Muslim besser zu therapieren oder um halt Muslime eher heranzuführen an moderne Psychologie, Psychiatrie. Also, wie gesagt, Bildung kann explosionsartig Verbesserungen herbeiführen. Ergo, es ist halt unglaublich wichtig, vor allem, dass Muslime sich da weiterbilden. Über das Böse an sich, über Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Und dass die halt dann eben dann auch mehr Screening betreiben, auch mehr Spionageabwehr betreiben. Es gibt natürlich dann, zum Beispiel haben wir Hamed Abdel Samad, wir haben auch seine Bücher im Shop, das ist eine interessante Perspektive. Er spricht halt dann auch über die Probleme in der islamischen Sphäre und versucht das dann auch dann modern zu wissenschaftlich zu argumentieren. Es gibt dann natürlich einige Stimmen, die dann gerade die Geschichte von Mohammed analysieren und sich dann eben dann fragen, naja, wie war die Persönlichkeitsstruktur von Mohammed? Werden Muslime über diese Geschichtsepoche natürlich dann normalerweise dann erklären, ja, das war halt einfach die Zeit, man kann nicht heutige Maßstäbe an die damalige Zeit anlegen und damals ging es ja überall auf der Welt heftig her. Und dann gibt es die ganze Debatte, naja, wie stark ist die Forschung über den Korantext und über die Hadithe und so weiter und so fort? Was lässt sich dadurch eigentlich konkret sagen, beziehungsweise was lässt sich heute dazu sagen? Also, wie vereinbart man heute im Islam Verteidigung, Kriegssituationen, innere Sicherheit, die ganzen Vorgaben der Scharia und so weiter. Wie vereinbart man das alles aus dem Islam heutzutage mit moderner Wissenschaft, mit moderner Staatlichkeit und so weiter? Also da gibt es so viele Opportunities hier, gibt so viele interessante Sachen, die man hier erforschen kann, die man anwenden kann, um hier die Situation zu verbessern für die ganzen Menschen. Also da, wie gesagt, für die Muslime ergeben sich da unglaubliche Möglichkeiten. Das heißt, man trennt hier sauber zwischen Leuten, also vor allem also zwischen Leuten mit einer Persönlichkeitsstörung, mit einer gefährlichen Persönlichkeitsstörung und Leuten, die eben keine solche Störung haben. Und man betrachtet eben dann auch die vielleicht keine Persönlichkeitsstörung haben, aber auf die halt eben dann diese Störungen abgefärbt haben. Störungen anderer haben auf die halt eben dann abgefärbt. Wie trenne ich dann sauber zwischen dieser Bösartigkeit und dem Islam und formt so einen modernen Islam? Und ich meine, klar, die Geheimdienste im Westen, die wussten schon vor 80, 90 Jahren, wussten die schon, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist und rauf und runter, und die haben dieses Wissen dann auch großzügigst missbraucht. Und es wäre eigentlich dann auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich keine Schwierigkeit gewesen für das britische Kolonialreich oder für andere westliche Reiche, wäre es kein Problem gewesen, theoretisch hier in die muslimische Welt einzugreifen oder auch anderswo einzugreifen und zu sagen, okay, wir fördern dort gezielt Bildung, wir fördern dort gezielt Fähigkeiten zum Screening, also das Einschätzen von anderen Personen und so weiter. Und damit dämmen wir den Radikalismus ein und damit
modernisieren wir oder helfen der muslimischen Welt bei der Modernisierung. Hätte man alles machen können, aber stattdessen fand anscheinend der umgekehrte Prozess statt. Es wurde dann in der muslimischen Welt Psychopathie gefördert, wurde in der muslimischen Welt Narzissmus gefördert. Und das ist das, was ich eben bezeichne als die Dschihadi-Fabrik. Ja? Also, in der normalen Fabrik hat man halt Maschinen, aber für die Dschihadi-Fabrik, da hat man eben dann Persönlichkeitsstörungen rauf und runter. Dann haben wir hier einen ganz interessanten Text, den ich Ihnen empfehlen kann, wobei, wenn Sie mein Buch kennen, ist das jetzt für Sie nichts allzu Neues, aber nichtsdestotrotz, hier ist dann hier die Stimme von einem Mann, Wissenschaftler von der Harvard University. Antisoziale Persönlichkeitsstörung, Psychopathie und pathologischer Narzissmus in die Länge gezogenen Konflikten und Kriegen des 21. Jahrhunderts. Das ist ein ganz wichtiger Text, von einem anerkannten Wissenschaftler hier verfasst. Können sich das hier durchlesen, können sich hier runterladen als PDF und so weiter und so fort. Also hier haben wir jemanden von der Top-Uni, der halt eben dann sagt, warum macht man nicht längst in der diplomatischen Welt ein Screening? Also warum verhandeln wir mit den schlimmsten Typen, warum unterstützen wir hier aus dem Westen heraus immer die schlimmsten Typen in der muslimischen Welt oder auch abseits der muslimischen Welt? Warum screenen wir nicht einfach und halten uns damit den ganzen Ärger vom Hals und warum erhalten wir nicht in Bevölkerungen anderswo den Ärger von Hals, indem wir einfach unser Wissen hier anwenden? Ich meine, eigentlich müsste dieser Harvard-Forscher die Antwort auf diese Frage eigentlich kennen. Der Westen ist durch und durch verseucht von Psychopathen und pathologischen Narzissten und wir müssen hier säubern, die islamische Welt muss sich säubern hier, die ganzen anderen Zivilisationen müssen sich säubern. Aber hier haben wir die Stimme eines Harvard-Wissenschaftlers. Und er zitiert natürlich dann auch andere Forscher, er zitiert hier diverse Studien und so weiter. Also es ist nicht nur auf seinem Mist gewachsen, klar. Und er sagt hier dann auch, die richtigen Psychopathen und pathologischen Narzissten, um ihr Regime am Laufen zu halten, um hier diese ganze bösartige Wirkung zu haben, diese Psychos sind darauf angewiesen, dass sie ihre ihre Krankhaftigkeit abfärben lassen auf andere Menschen. Er beschreibt das hier als to transfer that pathological thinking to key political communities or even to an entire culture. Und das ist universell, das kannst du mit jeder Kultur machen. Ja, du kannst die deutsche Kultur mit der entsprechenden geheimdienstlichen Einwirkung und pathologischen Einwirkung. Du konntest Deutschland zeitweise in ein absolut psychopathisches Land verwandeln. Das Ganze geht aber auch mit muslimischen Ländern oder auch überall sonst. Dann wird hier als Beispiel angeführt die Massaker in Ruanda. Wissen Sie noch, hunderttausende Leute zu Tode gehackt in Macheten? Die Täter waren 10% der männlichen Hutu-Bevölkerung. Also die Frauen hatten sich daran jetzt nicht beteiligt. Und es war auch nur ein Bruchteil von den Männern. Und 10%, ja, das ist ein bisschen, also normalerweise rechnet man ja mit 1% richtigen Psychopathen, 4-5% richtigen pathologischen Narzissten. In solchen afrikanischen Ländern kann die Quote natürlich dann höher sein. Die Forschung ist da ein bisschen ungenügend. Aber wie gesagt, wir hatten halt eben dann hier 10% von der Hutu-Bevölkerung, die ging hier dann auf so eine Mördertour. Und die abgemurksten Tutsis waren genetisch identisch zu den Hutus. Also wir haben da Leute, die mehr oder minder, die sind die gleichen Leute. Ja. Genetisch absolut identisch. Wäre ungefähr so, als wenn sich
Bio-Deutsche, also wenn Bio-Deutsche andere Bio-Deutsche abmurksen. Was ja auch schon vorgekommen ist. Was auch irgendwann mal wieder vorkommen kann. Was ich, Linke massakrieren Rechte oder Rechte massakrieren Linke. Und ich habe das ja auch schon mal wieder angeführt, als dann im Dritten Reich die ganzen, in Anführungszeichen, Juden, als die Juden dann verfolgt wurden, dann mussten ja die Nazis dann irgendwie klassifizieren, ja, wer zählt eigentlich als Jude? Und dann hatte man eben dann eine sehr hohe Anzahl an Leuten, die hatten halt, dass ich, die waren bloß von der einen Seite der Familie her jüdisch oder die hatten bloß einen entfernten jüdischen Vorfahren oder die waren dann auch keine praktizierenden, gläubigen Juden. Das heißt, man hatte dann eine riesen Anzahl an Leuten, die waren im Endeffekt Deutsche oder zu einem Großteil einfach Deutsche, wurden aber trotzdem als Juden klassifiziert und galten dann somit eben als das absolute Feindbild, obwohl halt eben dann ein hohes Maß an Verwandtschaftsverhältnissen bestand. Und da gibt es ja auch Fotos, letztens war wieder was in der Daily Mail, weil immer wieder irgendwo Fotos auftauchen, da war dann so ein Mädchen in so einem KZ und die sah aus wie fast jedes deutsche Mädchen. Klar gab es auch dann Leute, die einkassiert wurden, also Juden, die einkassiert wurden, die halt dann noch stärker semitisch aussahen oder so, aber hatte man auch dieses eine Mädchen dann in so ein Lager verfrachtet und dann verprügelt und in den Kopf rasiert und so weiter. Und sah aus wie jedes beliebige deutsche Mädchen. Und bei den Hutus und Tutsis, die sich dann abgemurkst haben, die waren auch genetisch identisch, waren aber getrennt, künstlich getrennt. Getrennt in verschiedene soziale oder gesellschaftliche Klassen. Und diese Trennung geht zurück auf die belgischen Kolonialherren. Also da haben wir dann wieder dann König Leopold II. Und die verwandten Adelshäuser und so weiter. Und diese Adelshäuser hatten ja auch einen großen Einfluss darauf, dass dann Deutsche im 20. Jahrhundert, Deutsche sich mit Russen massakrierten oder Deutsche sich gegen Deutsche kämpften gegen Amerikaner und Deutsche kämpften gegen Briten. Also man darf da nicht einfach so in dieses primitive Denken verfallen, ach ja, diese Afrikaner da unten hauen sich die Köpfe ein, weil sie alle irgendwie primitiv sind. Oder weil ihre Primitivität genetisch festgelegt sei. Wir haben uns auch hier alle die Köpfe eingeschlagen. Und hier ein weiteres Beispiel von diesem Harvard-Wissenschaftler. Der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Er sagt hier, politisch und religiös sind Palästinenser und Israelis so weit voneinander entfernt, wie man nur sein kann. Genetisch sind sie aber identisch. Ups. Und letztens, meine Frau und ich gucken uns diese Show an, die zweite Staffel von Fauda an auf Netflix. Und da siehst du halt dann die Palästinenser und die Israelis und wie die sich halt gegenseitig versuchen sich zu infiltrieren. Und ständig wechseln die Charaktere dann hin und her zwischen dem Arabischen und dem Hebräischen, wie im Zuge ihrer geheimdienstlichen Arbeit oder im Zuge einer Infiltration und so weiter und die ganze Zeit kann der eine so tun, als sei er, also der Palästinenser kann so tun, als sei ein Israeli, Israeli kann so tun, als sei ein Palästinenser, weil die alle, weil du die am Aussehen, vom Aussehen her nicht unterscheiden kannst. Dann sagt hier dieser Harvard-Mann, die US-Regierung lässt ja ihre Geheimdienste psychologische Profile erstellen. Also dann analysiert man irgendwelche Staatschefs oder irgendwelche anderen Personen von Bedeutung und so weiter und so fort und die Geheimdienste kennen sich ja aus mit Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Warum nutzt man dann diese Werkzeuge nicht für Screening? Also warum verhandeln wir dann immer noch mit Psychopathen? Warum verhandeln wir und fördern wir immer noch maligne Narzissten? Tja, ist eine gute Frage, Mr. Harvard. Ich glaube, er kennt die Antwort auf diese
Frage, warum das noch nicht längst so angewendet wird. Ja, und dann sagt er halt eben dann, wenn man diese ganzen Psychos und Narzissten weltweit, wenn man denen halt so viel Zeit auch nur einräumt, mal ganz zu schweigen von anderem Support, wenn denen zu viel Zeit einräumt, dann graben die sich fest und dann wird das Problem immer größer und größer. Und dann geht es halt hier noch um diese dieser Zerfall, dieser Verfall, also gerade in Gesellschaften, wo dann alles dominiert wird von Psychopathen und Narzissten und wo das dann, wo diese krankhaften Leute sich dann halt so ausleben können. In so einer Gesellschaft haben wir dann eben dann jetzt nicht nur dann einen Haufen Opfer und das Abfärben von diesen krankhaften Verhalten, sondern es gibt auch eine Art von gesellschaftlichem Stillstand. Das kann jeder nachvollziehen, der schon mal bewusst miterlebt hat, wie das läuft, wenn eine Gruppierung oder eine Firma oder was auch immer, ein Verein oder sonst irgendwas, wenn der infiltriert wird von einem Psychopathen oder von einem Narzissten oder von mehreren und wenn dann alles so langsam vor die Hunde geht und nichts Positives geht mehr voran. Gerade so ein psychopathischer Konflikt wie in Syrien führt natürlich dann dazu, dass ein Haufen Leute einfach flüchten. Das heißt, die sagen dann, hier ist alles so psychopathisch. Oder, ich meine, die Leute schnallen ja meistens nichts über die eigentlichen, also über diese ganzen wissenschaftlichen Zusammenhänge, sondern die Leute sagen halt, hier ist es so brutal, hier ist es so grausam, hier ist es so aussichtslos, wir gehen dorthin, wo wir glauben, dass es weniger brutal ist. Und dann kommen sie halt dann nach Europa oder wie auch immer, nach Deutschland. Und je psychisch gesünder Nordafrika ist, je psychisch gesünder der Mittlere Osten ist und so weiter, umso weniger Leute flüchten dann zu uns. Und selbst irgendwelche Sozialstaatsanreize sind dann nicht mehr so entscheidend, weil viele halt eben dann doch in ihrem Kulturraum bleiben wollen, weil viele halt dann eben dann doch das höher einschätzen als jetzt deutsche Sozialgelder und so weiter. Und je psychisch gesünder halt eben dann Nordafrika zum Beispiel, umso mehr passiert dann auch dort wirtschaftlich. Und dann gibt es wieder weniger Anreize, nach Europa zu gehen und dann nach Deutschland zu gehen. Hier habe ich noch einen interessanten Link. Mental Health for Muslims. Also hier geht es dann um halt diese ganzen wichtigen grundlegenden Sachen. Und diese Webseite richtet sich hier an englischsprechende Muslime. Also wir sehen, hier tut sich dann auch was. Blende Ihnen das mal kurz ein. Mental Health for Muslims. Hier, Personality Disorder von Dr. Nafisa Sekandari. Wenn wir hier runterscrollen. Direktorin und Gründerin von Mental Health for Muslims. Sie hat eine Lizenz, also eine medizinische Zulassung für Kalifornien und Arizona und so weiter. Sie macht Vorträge und veröffentlicht Bücher. Und hier haben wir dann ihren Text über Persönlichkeitsstörungen. Ja? Also, das heißt, Muslime sollen sich bilden über Persönlichkeitsstörungen. Also, da geht es dann hier erstmal grob um Symptome, also was sind so die Anzeichen dafür, dass irgendwas mit der Person nicht stimmt. Die fehlende Impulskontrolle und so weiter, dann die Sucht nach unmittelbarer Befriedigung, schneller Befriedigung von Bedürfnissen, Wutausbrüche und so weiter, Stimmungsschwankungen, heftige Stimmungsschwankungen und so weiter. Und dann erklärt sie halt dann diese sogenannten Cluster A Personality Disorders, also eine gewisse Gruppe an Persönlichkeitsstörungen, Paranoia, Schizoid und so weiter. Und dann kommt halt hier Cluster B, so ist das halt in der Fachliteratur eingeordnet, antisoziale Persönlichkeitsstörungen, also Psychopathie, Borderline, emotionale Instabilität,
Histrionic. Hieß früher mal anders. Narzisstische Persönlichkeitsstörung. Gesagt, hier gibt man eben dann den groben Überblick. Es hilft natürlich dann, sich dann weiterzubilden. Ich habe ja auch in meinen Büchern dann viel, viel mehr gemacht, als jetzt nur die groben Definitionen zu liefern. Also das ist lang nicht einfach, so eine nackte Definition hinzustellen. Das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, ja, hier ist ein Auto, da ist ein Lenkrad und so und jetzt fahr mal. Ja, so einfach geht das nicht, sondern man muss da schon mehr liefern. Dann hier. Cluster C Persönlichkeitsstörungen. Sau interessant, also gerade auch für die muslimische Welt. Dependent Personality Disorder. Also wenn Leute dann, oftmals natürlich dann Frauen, aber nicht nur, wenn die halt dann so eingeschüchtert werden, dass sie dann dass sie dann eine Persönlichkeitsstörung entwickeln, ich bezeichne das manchmal als Unterwürfigkeitsstörung. Es gibt ja auch von Herrn Marz, ein bekannter Deutscher, Wissenschaftler und Autor. Er beschreibt das immer als Größen klein und Größen selbst und so weiter, hat da seine eigenen Begriffe gefunden, aber er spricht halt eben dann auch über diese Art von Unterwürfigkeitsstörung. Das heißt, solche Leute, die fürchten sich dann vor Freiheit. Das heißt, die fürchten sich vor Selbstbestimmung und sie wollen von so einem Krempel dann auch gar nichts hören und so. Und sie wollen dann diese harte Hand, sie wollen, dass jemand über ihnen die Entscheidungen trifft und so weiter. Also, dann Risikofaktoren, worauf kann man hier achten, Behandlungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also das ist wieder, das ist für alle Leute sehr, sehr ergiebig, sich da weiterzubilden.